Mein Name ist Benedikt Renz. Ich führe mit meinem Vater die Renz GbR. Jetzt aktuell anwesend bin ich, der Roman, unser Azubi, da hinten der Mikey, ein Mitarbeiter, und meine Frau. Wir möchten uns das Ganze mal ein bisschen anschauen. Wir sind Naturlandbetrieb, melken derzeit 160 Tiere rund, haben Platz für 190. Wir stehen gerade vor einer hohen Abkalbewelle. Genau, deswegen Naturland ein bisschen begrenzte Sortenauswahl, aber eine relativ überschaubare Mischung. Wie war bei euch die Milchmenge gestern? Gesamt im Tank 4.350. Mit welchem Nettomilchpreis inklusive Zuschläge rechnest du im Oktober? Mit 60. Und wie ist bei dir Eiweiß und Fett? Also beim Fett, ich glaube bei 4,1 und beim Eiweiß irgendwo bei 3,4. Das kann ich dir jetzt nicht genau sagen, müsste ich gerade schauen. Wenn das passt du einfach für dich an. Wir Ja. wollen ja die grobe Hausnummer haben. Das heißt, bei dir ungefähr 27 Kilo Milchleistung und 27,5 dann Energie korrigiert. Dann sind wir hier durch und gehen zur Fütterung. Wie viel Mais habt ihr gefüttert? Gar keinen. Also wir haben nur Kornmais in der Ration. Wir sind im Allgäu, wir sind rein oder hauptsächlich Grünlandbetrieb. Okay, dann nehme ich hier einfach nur die Menge raus. Welche Grassilage füttert ihr? Eine Sandwich-Silage aus dem ersten Schnitt. Ich sage mal, der ist zu 30% und dann dritter, vierter Schnitt noch mit dabei. Genau, also ich ändere vorne einfach nur den Namen. Das ist für die Datei vollkommen egal. Wie viel füttert ihr davon? 6.300 Kilo. Und das ist nur für die melkenden Kühe oder auch noch für Jungvieh oder Trockensteher? Da sind noch ein paar Laktiere mit dabei. Also wir gehen mal von 180 Tieren. Also nicht Das. also die frische, die einfach die Transitgruppe, sage ich mal, die ich anfüttere. Ja, also hier, meine Idee ist hier, dass wir möglichst nochmal sagen, was kriegen nur die Melkenden? Dann muss ich 10% abziehen, oder? Bin ich richtig? Wenn es 20 Tiere mehr sind. Wir machen jetzt einfach mal so grob 10% ziehen wir ab. Und du kannst in Dann Zukunft nochmal einfach bitte überlegen. Trockenmasse 13,3 Kilo. Okay, 13, dann 13,3 Trockenmasse. Wie trocken oder feucht ist es? 38. 38, okay. Dann könnte das ungefähr 5,6 entsprechen. Hast du ein Gefühl, wie teuer die Grassilage ist? Überhaupt nicht. Also das finde ich ein Riesenproblem an diesen ganzen Berechnungen. Das interessiert mich, wie ihr das macht. Habe ich Also gestern mal vorgestellt, kriegst du heute die Aufzeichnung beim Grünland Profi-Training. Kannst du mal nachrechnen. Haben wir eine Schwankungsbreite 15 bis 25? Ich gehe jetzt einfach mal von einem Durchschnittswert aus. Kannst du auch später jederzeit mit einem Klick korrigieren? Wie hoch ist dein Futterrest? Der Rest ist derzeit fast keiner da. Also wir haben jetzt gesagt, wir erhöhen die Ration um 5% oder um 10%, dass wir einfach ein bisschen Futterrest haben. Wir haben Futterbänder überall. Also sie fressen sehr sauber auf, aber es war, ist aktuell keiner da. Tatsächlich 0 oder 1 oder 2? 1 bis 2% meint Roman. Mach mal 1%. Grobe Hausnummer kann man dann auch mit einem Klick korrigieren. So, 13,3. Füttert ihr noch weitere Grundfutterkomponenten oder Heu oder Stroh? Nein. Okay, also logisch, sie fressen dann 13,2 Kilo Trockenmasse, 0% Maisanteil. Macht ihr Wasser dazu? Ja. Wie Wir viel? kommen auch 1000 Liter in die ganze Ration wieder rein, dann müssen wir wieder, also 900. Roboter oder Transponder? Roboter, Wie viel? 3,1 Kilo, 1,5 Kilo am Transponder, also am Roboter, Entschuldigung. Entspricht das ungefähr 500 am Tag? Ja, es müsste ein bisschen weniger sein. Nee, es ist 500, genau, 520, ja, richtig. Okay, 520. Und wie teuer ist das Roboterfutter? 56 Euro. Habt ihr noch ein zweites? Nein. Okay, also entspricht dann ungefähr 118 Gramm Kraftfutteraufwand. Und was fütterst du sonst jetzt noch dazu? Wir füttern Klei dazu. Körnermais hattest du gesagt, ne? Kornmais, Klei und Sojapülpe füllen wir. Ja, fangen wir mal Also mit die dem Körnermais an. 2,8 Kilo. 2,8 mal 160. Und wie teuer ist das? 30 Euro. 30. Das zweite war, was Jetzt hattest doch. du eine Eiweißkomponente genannt? Nein, Klei. Also wirklich, das war Haferschälklei.
weil ich ja ein Ja. bisschen. Da haben wir 1,1 Kilo drin. Und die 1,1 sind Trockenmasse oder Frischmasse? Trockenmasse. Trockenmasse, okay. Dann mal 100 durch den TS. Und wenn das hier auch Trockenmasse ist, die 2,8, müssen wir das nochmal eben mal 100 durch den TS-Gehalt rechnen. Dann ist es frischmassemäßig ein bisschen mehr, denn das ist ja auch das, was du bezahlst. Eins kommt etwas hoch. Die Kleie, wie teuer ist die? Die Kleie kostet 18 Euro. So. Und das Dritte, was du gesagt hattest? Das wäre Saftfutter quasi, Sojapülpe nennt sich das. Okay, dann packe ich es einfach mal hier nach unten. Pülpe. Da sind wir mit 1,1 Kilo Trockenmasse oder Ja. 5 Kilo Frischmasse dabei. 1,1 mal 100 durch. Wie feucht ist das? Das hat so 20, 22%. 22, so ist es. Und was kostet das? 100 Euro die Tonne Frischmasse. 100 Euro die Tonne, also 10 Euro pro Dezitonne, je 100 Kilo. Okay, also umgerechnet wären es dann 45 Gramm Kraftfutteraufwand. Haben wir, so, was haben wir jetzt noch vergessen? Sowas wie Mineralfutter? Haben wir 25 Kilo geteilt durch die 180 Tiere. Ja, also gleich 25 mal 0,9. Was kostet das? Das kostet, glaube ich, 100 Euro oder so. Nee, Okay. Kannst du gleich ändern. und Weitere Salz Komponenten? noch 12,5 Kilo. Genau, also gleicher Zeichen 12,5 mal 0,9, dann kann ich in der Zelle rechnen und du kannst es später auch nochmal korrigieren. Liegt dann auch ungefähr bei 21 oder so, ne? Kannst du ändern, das hat kaum Auswirkungen. Noch weitere Komponenten? Nein, das müsste es jetzt sein. Also Wasser, Grassilo, Sojapülpe, Körnermais, Kleie, Mineralfutter, Salz und dann noch das Roboterkraftfutter. Ja, dann sind wir durch. Bei dir relativ feuchte Ration, 37% TS im Schnitt, Ja, vermutlich. theoretisch sogar. Also wenn wir das Wasser mit dazu haben, also haben gestern mal gemessen, wir waren bei 34. Also wir Oh. weichen unsere Kraftfutter ein, wir möchten gerne so eine kompakte TMA haben. Wenn das jetzt so alles richtig ist, dann ist bei euch die Futteraufnahme so um 21 Kilo. Laut meinem Programm etwas höher, aber okay, das muss ich noch mal genau anschauen. Ja, gut, wir haben jetzt 10% abgezogen. Wie gesagt, 10% ist eigentlich sehr viel, vielleicht oder? fressen dann die Trockensteher ein bisschen weniger als 10%. Könnte man noch mal ein bisschen schauen. Futtereffizienz wäre bei 1,3. So, dann siehst du halt deinen Milcherlös. Du siehst die Futterkosten immer unter Vorbehalt der Schätzung des Grundfutters. Und dann wäre halt der IUFC bei 10 Euro, was viele Betriebe aktuell bei den Milchpreisen sonst nicht so sehen. Du siehst die Futterkosten pro Kilogramm Milch. Und du siehst den Kraftfutteraufwand inklusive Saftfutter und die Kraftfutterkosten pro Kilogramm Milch. Und ich finde gar nicht so entscheidend, ja, ist das jetzt gut oder ist das schlecht, sondern das Wichtigste ist ja, wie entwickelt sich das im Zeitverlauf? Schafft ihr es, die Futteraufnahme weiter anzuheben? Und wie entwickelt sich das? Und wenn man das ein-, zweimal im Monat sieht, wird man halt dafür sensibilisiert. Super, dann würde ich das auch abspeichern und dir zuschicken und dann kannst du das Ganze noch mal so ein bisschen anpassen und verfeinern.